Ich machte einen kleinen Stadtrundgang durch Pirna. Pirna, im Herzen Sachsens gelegen, besticht durch seine reiche Geschichte und die malerische Altstadt. Die Stadt liegt an der Elbe und ist das Tor zur sächsischen Schweiz. Architektonische Meisterwerke aus der Renaissance wecken das Stadtbild. Besonders hervorzuheben sind das Rathaus und die Stadtkirche St. Marien. Die malerischen Gassen laden zum Bummeln ein und der historische Marktplatz bietet gemütliche Cafés und Restaurants. Pirna ist auch ein bedeutendes kulturelles Zentrum mit zahlreichen Museen und Galerien, die die Geschichte und Kunst der Region präsentieren. Die Stadt ist bekannt für ihre Veranstaltungen und Feste, die das ganze Jahr über Besucher anziehen. In der Nähe erhebt sich die Sächsische Schweiz mit ihren beeindruckenden Sandsteinfelsen, die ein Paradies für Wanderer und Kletterer darstellen. Die Umgebung von Pirna bietet zudem viele Möglichkeiten für Natur- und Sportbegeisterte. Von Radtouren entlang der Elbe bis hin zu Bootsfahrten, Pirna bietet eine Fülle von Aktivitäten inmitten einer atemberaubenden Landschaft. Überall in Pirna findet man die auf die Bordsteinkanten gemalten Kreuze. Sie sind Teil einer Gedenkspur, die von dem Künstler Christoph Hampel und Jugendlichen im Jahr 2002 angelegt wurde. Diese Spur führt von der Elbe durch die Altstadt bis zur Gedenkstätte Pirna Sonnenstein. Die Kreuze erinnern an die Menschen, die während des Nationalsozialismus in der Heil- und Pflegeanstalt Pirna Sonnenstein ermordet wurden. Diese Menschen wurden als lebensunwert eingestuft und von Medizinern der nationalsozialistischen Aktion T4 vergast. Auch politische und jüdische Häftlinge wurden dort ermordet. Die bunten Kreuze sollen an diese Opfer erinnern und sind ein bewegender Gedenkort in der Stadt. Hier sind die Grundmauern des ehemaligen donauischen Stadttors durch die Sandsteinblöcke markiert. Gleich dahinter befindet sich ein Geocache. Aber da hier die beiden Ruhigen ihre Prospekte verteilen, habe ich ihn nicht gesucht. Thank you.
Thank you.